Hallo Leute, heute habe ich meinen alten Videorekorder vom Boden geholt. Ein Panasonic NVHS 1000. Er ist soweit im guten Zustand und vollgepackt mit Technik. Er hat schon sehr viele Betriebsstunden darunter, weil er bei uns in der Antennengemeinschaft sieben Tage die Woche jeweils 9 Stunden gelaufen ist und das über Jahre hinweg. Also das Teil hat echt sein Geld mehr oder weniger rein. Leider sieht man das jetzt auch an der Bildqualität, die ist nämlich alles andere als berauschend. Ich kann immer ein Video reinmachen in die Kaufkassette. Nur mal kurz. Kennt ihr? Ja, das Bild rauscht. Wieso? Ja, die Wiedergabe rauscht wie verrückt und flimmert. Nicht so, wie man sich das von so einem Videorekorder vorstellt. Hier, könnt ihr es sehen. Falls jemand einen Lösungsvorschlag zu der Sache hat, bitte mal in den Kommentaren etwas dazu schreiben. Trotzdem finde ich das Teil sehr imposant. Und es wird auch im Internet sehr gut gehandelt. Ich zeige euch jetzt zum Vergleich nochmal eine kurze Wiedergabe mit einem neueren Player. Alles klar, bis gleich. So, hier ist jetzt der zweite Videorekorder. Ein NVFJ730 von Panasonic. Der hat eine Besonderheit, ein VHS-HiFi-Videorekorder, der allerdings auch SVHS abspielen kann. Kein richtiger SVHS-Rekorder, aber er kann es abspielen. Auch ein schickes Gerät und auch schon einige viele Betriebsstunden runter. So, ich drücke mal hier auf Play. Da sieht man, dass das Bild im Verhältnis zu vorhin um einiges besser ist. Aber, wartet. Das Video ist jetzt nicht so aussagekräftig. Jetzt sehen wir uns etwas besser. Also für VHS würde ich sagen, akzeptabel. Ja, also wenn man hier jemand weiterhelfen kann, bitte schreibt mir mal, was man hier machen kann. Aber ich denke, es ist einfach Verschleiß, weil er so wahnsinnig viele Betriebsstunden runter hat, ja, der Große. So, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal.